Warum Buffett alle Bitcoin der Welt nicht mal für 25 Dollar kaufen würde, wie man mit ziemlicher Sicherheit 20% Rendite machen kann und vieles mehr aus der aktuellen Hauptversammlung von Berkshire Hathaway. Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf. Finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barkhorn und heute habe ich die Zigarre mitgebracht, denn heute geht es um das, was dieser Kanal von Anfang an hier immer wieder auch symbolisiert hat, nämlich klassisches Geldverdienen, klassisches Kapitalismusdenken, klassische Rendite. Was kann man eigentlich von jemand wie Warren Buffett lernen? Und ich habe mir gerade die Hauptversammlung angeschaut, den Livestream, den gibt es ja auch online abrufbar. Nächstes Jahr will ich auch endlich mal wieder live hinfliegen. Ich war ja 2017 zum ersten Mal mit Jonathan damals da. Und was mich jetzt gerade eben so als erstes überrascht hat, ist, dass Buffett eigentlich jetzt so ein paar Jahre später gar nicht unbedingt sehr viel älter wirkt als damals, wo ich ihn zum ersten Mal live gesehen habe. Also das fand ich schon mal auch selber als Berkshire-Aktionär sehr erfreulich. Und ich bin natürlich dann das Video durchgegangen und habe mir so einige Notizen gemacht, einige Sachen aufgeschrieben, die ich jetzt heute hier mit euch teilen möchte. Das erste, was ich sehr spannend fand, war eben genau dieses Thema Bitcoin. Und zwar hat Warren Buffett gesagt, dass wenn du ihm sagst, du hast 1% des gesamten Farm- und Ackerlandes der USA und du würdest es ihm für 25 Milliarden Dollar verkaufen wollen, dann würde er dir sofort einen Scheck ausstellen. Hier, bitte 25 Milliarden US-Dollar. Das gleiche übrigens beim Häusermarkt. Warum, sagt er? Weil sowohl im Häusermarkt als auch auf dem Farmland, da werden eben Sachen produziert, da werden Sachen hergestellt. Okay, im Häusermarkt, ihr wisst, was ich meine, ja, da gehen halt Leute hin und wohnen und zahlen Geld. Aber beim Bitcoin, sagt Buffett, beim Bitcoin kannst du ihm 100% aller aktuellen Bitcoin anbieten und er würde dir keine 25 Dollar dafür geben. Warum? Weil er damit nichts anfangen kann, sagt er. Und weil Bitcoin nichts produziert. Und das finde ich schon ein sehr interessantes Statement einerseits von Buffett. Und ich kann hier einerseits ihn sehr gut verstehen bei dem, was er sagt. Und andererseits kann ich ihn auch nicht verstehen und finde es so ein bisschen widersprüchlich, weil er führt das Ganze noch so ein bisschen dann aus und sagt zum Beispiel, schau mal, selbst ein Kunstwerk, ein Bild kannst du wahrscheinlich in 500 Jahren irgendwann noch für einen bestimmten Preis verkaufen. Es hat eine Art intrinsischen Wert. Ja? Und ich habe jetzt mal so ein Kunstwerk, das hat mir einer von euch Zuschauern mal geschickt. Ja? Das fand ich richtig geil. Das hängt jetzt bei mir auch schon eine Weile im Büro. Und ich liebe halt solche interessanten Sachen. Der hat einfach dieses Aktien mit Kopfbild genommen und hat das halt hier auf diese klassische Scarface-Oberfläche gespray-painted. Ja? Und das hat er mir dann geschickt. Und das ist halt ein Kunstwerk. Das hat für mich natürlich schon einen sehr hohen emotionalen Wert. Und Buffett sagt, so ein Kunstwerk kann man auch noch in 500 Jahren zu irgendeinem gewissen Preis verkaufen, aber bei Bitcoin nicht. Ja? Und da ist schon der erste interessante Punkt, weil hier weicht er eigentlich schon von seiner vorherigen Aussage ab, weil dieses Kunstwerk, ob das jetzt nun einen intrinsischen Wert hat, ja oder nein. Ja, du kannst ja zum Beispiel gerne mal sagen, was du mir jetzt hier für dieses Kunstwerk bieten würdest. Ja, bin ich mal gespannt, ob wir uns da einig werden. Der Punkt ist der, dieses Kunstwerk produziert auch nichts in den nächsten 500 Jahren. Das heißt, ein Stück Land, wo ich irgendwie einen Bauernhof drauf habe, ja, der produziert was. Ja, eine Immobilie oder eine Aktiengesellschaft auch. Der Bitcoin produziert aktuell vielleicht nichts außer Stromkosten, aber dieses Bild beispielsweise nicht. Auch nicht. Das heißt, das ist schon mal eigentlich nicht so ein guter Vergleich. Und dann kommt er noch mit solchen Aussagen bezüglich der Fiat-Währungen und so und sagt, dass der US-Dollar niemals durch so etwas wie den Bitcoin ersetzt werden wird und dass man halt im Zweifel diese Bitcoin nie wieder los wird und so. Und das finde ich auch schon ein bisschen bedenklich, weil irgendwie hat er nicht mitbekommen, dass ja mittlerweile jeder Mensch so ein Smartphone besitzt, ja, und dass man halt innerhalb von kurzer Zeit eben seine Bitcoin und seine Kryptowährungen eben auch umwandeln kann, wieder in Fiat-Währungen und dass man eben auch nicht nur das, also dass man nicht nur sehr liquide
in Zahlungsmittel, die man ja tatsächlich nutzen kann, auch umwandeln kann, sondern dass man ja auch immer häufiger Bitcoin tatsächlich direkt selbst als Zahlungsmittel verwenden kann. Das heißt, dieses Argument zieht auch nicht mehr so wirklich und ich kann in diesem zweiten Punkt Buffett nicht unbedingt hier zustimmen. Das war jedenfalls meine so spannende Erkenntnis, dass Buffett sich eigentlich bezüglich des Bitcoins in den letzten Jahren nicht so wirklich weitergebildet hat. Und das finde ich schon interessant, weil er hat ja eigentlich mittlerweile so ein bisschen Zeit dafür schon gehabt. Im anderen Punkt, dass jetzt Bitcoin an sich intrinsisch nichts irgendwie produziert, ja, da stimme ich ihm ja noch bei zu. Aber beim anderen Punkt, finde ich, hat er irgendwie so ein bisschen noch aufzuholen. Wie seht ihr das? Würde mich mal interessieren. Der zweite Punkt ist auch sehr interessant. Und zwar ist das jetzt nicht irgendwie ein Tipp von Warren Buffett oder so, ja, sondern es ist so die Art und Weise, wie Charlie Munger über die China-Aktien gerade geredet hat. Ich habe ja auch schon viele Videos gemacht mit diesem Thema China-Aktienrisiko und deswegen hat es mich auch natürlich sehr interessant, ja, so interessiert, dass Charlie Munger, der ja auch immer auf den Hauptversammlungen mit dabei ist, halt in den letzten Quartalen immer mehr und mehr Alibaba-Aktien gekauft hat. Und zwar nicht für Berkshire Hathaway, sondern, das muss man auch dazu wissen, also Charlie Munger führt so einen Fonds von Daily Journal, da sind ungefähr 200 Millionen US-Dollar drin, also vergleichsweise viel weniger als jetzt bei Berkshire da und so immer investiert wird. Und davon waren eigentlich 80% des gesamten Portfolios in nur zwei Aktien investiert. Und die erste Aktie war Bank of America und die andere war Wells Fargo, also zwei US-Banken. Und dann hat er aber angefangen, immer mehr und mehr auch Alibaba zu kaufen und im dritten und vierten Quartal letzten Jahres seine Position nochmal fast verdoppelt, ja, nur um dann jetzt im April wieder 50% seiner Positionen zu verkaufen. Ja? Und jetzt kann man natürlich spekulieren, warum hat er das genau gemacht? Also erst das Doppelte gekauft von der Position, die ja übelst am Abrutschen war. Ich glaube, Alibaba ist so von 260 auf irgendwie unter 100 mittlerweile gefallen. Ich weiß gar nicht, wo sie jetzt aktuell notieren. Ja? Es könnte natürlich einfach ein ganz normaler Tax-Loss-Harvesting-Move sein, dass er einfach halt anteilig wieder verkauft hat, um eben Verluste verrechnen zu können und deswegen vorher gedouble-upped hat, weil er halt trotzdem an die Position und weiterhin an Alibaba glaubt. Ja? Das ist meiner Meinung nach die interessanteste Sichtweise, weil so wie er das jetzt auch formuliert hat, er hat jetzt keine Begründung für den Verkauf angegeben, weil klassisch jemand wie er jetzt nicht irgendwie sagt, ja, ich habe das gemacht, damit ich irgendwie Verluste verrechnen kann und so. Aber er hat jetzt gesagt, okay, solche chinesischen Aktien wie Alibaba bieten im Vergleich zu US-Aktien aktuell erstens eine günstige Bewertung und zweitens eine gute Wettbewerbsposition innerhalb von China zu ihren Mitbewerbern. Ja. Und deswegen hat er gesagt, ja, er kennt diese Risiken auch um diese Derivate-Struktur von wie, also wo ich ja auch ein Video zu gemacht habe, diese Variable Interest Trusts und so weiter oder Entities. Und er kennt auch die rechtlichen Rahmenrisiken, aber für ihn ist es überhaupt nicht schlimm. Also er sagt sich, diese Risiken sind da eingepreist und deswegen bin ich halt trotzdem long in Alibaba. Ich finde das persönlich schon teilweise etwas bedenklich, auch wie er sich immer wieder so zu China geäußert hat, wo man so ein bisschen den Eindruck hat, Charlie Munger hat so langsam so ein bisschen seine Fröhlichkeit für totalitäre Systeme so entwickelt, auch wie er früher über andere Sachen schon gesprochen hat, über Glücksspiel und so, dass man das alles sofort verbieten muss und so. Da hat er schon öfters so eigentlich gezeigt, dass er ziemlich China-freundlich ist und so. Aber das fand ich dann schon interessant. Ich glaube aber tatsächlich, dass es jetzt nicht daran liegt, dass er sagt, er ist jetzt nicht mehr bullish bei Alibaba, sondern ich glaube, er will es einfach nur aus Steuergründen tun. Das heißt, man muss immer auch bedenken, dass bei diesen Aussagen oder bei diesen Sachen, die sie sagen, sehr häufig man zwischen den Zeilen lesen muss und das, was sie auch über gewisse Dinge sagen, nicht unbedingt immer so der Grund sein muss, warum sie jetzt handeln. Ja? Und das sehen wir gleich auch in einem anderen Punkt noch, der dann später hier zu tragen kommt. Aber erstmal noch bei Punkt 3. Und das ist wirklich einer der wichtigsten Buffett-Faktoren auch immer wieder, wo ich einfach zu 100% zustimmen kann. Und zwar hat er gesagt auf der Hauptversammlung, dass der Markt, also der gesamte Aktienmarkt eigentlich immer schwankt zwischen einerseits einem sehr wichtigen Wirtschaftsmotor, also durch die Möglichkeit von Unternehmen Kapital einzusammeln, was sie dann investieren können, also als
Kapitalallokator im Endeffekt eine ganz, ganz, ganz zentrale Rolle früher gespielt hat, dass Amerika überhaupt so voller Wohlstand und so weiter ist, wie sie heute sind. Und auf der anderen Seite aber immer wieder so einzelne Phasen sind, so wie auch zum Teil in den letzten Perioden, wo es wie so ein Casino insgesamt ist. Ja, dann haben sie auch über Robin Hood geredet und gesagt, dass es einfach eigentlich Betrug ist, was die dort machen, und dass sie froh sind, dass jetzt die Aktie so eingebrochen ist bei Robinhood, weil das alles keinen Wert hat und so weiter. Und ich habe hier aus diesem, was er dort noch gesagt hat, mal so einen kleinen Graph erstellt, weil er hat auch gesagt, dass die ganze Wall Street eigentlich, und damit meint er jetzt nicht nur die Analystenhäuser und Brokerage-Firmen, so wie Robinhood und so, sondern auch die Medien und so weiter, eigentlich immer das Interesse haben, dass Leute möglichst viel handeln. Weil er sagt, die streiten sich eigentlich um diese ganzen Krümel, die abfallen bei dem Wirtschaftsmotor Amerika. Und jetzt ist es so, je mehr man als Investor aktiv ist, je mehr man tut, desto mehr Krümel fallen eben für die ab und desto mehr verdienen sie. Und deswegen besteht ja so ein bisschen so eine Art Interessenkonflikt, ja. Und das ist eine Sache, die mich auch damals schon massiv interessiert hat und wo ich immer wieder auch schon so für mich überlegt habe, wo ist eigentlich so meine Rolle hier bei YouTube, bei Aktien, bei Börse und so. Will ich jetzt eigentlich die Leute dazu anpeitschen und anstacheln, möglichst häufig zwischen Angst und Gier hin und her zu springen und immer zu sagen, so, jetzt müsst ihr da rein, jetzt müsst ihr da rein, jetzt dies, jetzt jenes, damit man irgendwie möglichst viel daran verdient durch Provisionen, durch irgendwie andere Vergütungen und so weiter. Und ich habe das Ganze mal deswegen so aufgeschrieben für euch. Ja. Wir haben hier auf dieser Seite, ja, also auf der Y-Aktie, die Produktivität, und auf der X-Aktie haben wir hier die Aktivität, ja, also wie aktiv investiert ihr und handelt ihr an der Börse, ne? Von 0%, dass ihr eigentlich gar nichts macht, bis 100%, dass ihr eigentlich rund um die Uhr handelt, und dann Produktivität für euch, wie effizient, wie sinnvoll ist das dann für euch und eure langfristige Performance und für auch euer Wohlbefinden und so. Und ich habe hier so einen Sweet Spot eingezeichnet, und das ist hier dieser Sweet Spot bei der Zinskuh Helga, wo Helga sich am allerwohlsten fühlt und wo eigentlich so die beste Mischung ist zwischen Aktivität, zwischen Handeln, ja, und Produktivität. Und sobald man aber irgendwann über diesen Zustand hinausgeht, sinkt irgendwann die Produktivität wieder. Ja, also wir haben jetzt hier den typischen Sparbuchhansel, der 0% seines Vermögens in Aktien investiert. Der wird natürlich keine produktiven Assets aufbauen, der wird auch keine produktiven Ergebnisse hier haben. Ja, und wenn du anfängst, dich ein bisschen damit zu beschäftigen, ein paar Aktien zu kaufen, erst einen Sparplan machen, ja, dann hast du halt mehr Aktivität und dann irgendwann wirst du sozusagen auch mehr produktive Ergebnisse haben. Aber ab einem gewissen Punkt musst du halt einfach Helga die Arbeit machen lassen. Und das ist die Sache, die ich immer von Anfang an schon gesagt habe, in den ersten Videos, ja. Arbeit, Aktien, Ausbildung, konzentriere dich auf dein Humankapital, konzentriere dich nicht darauf, wie viel Geld kannst du aus dem Aktienmarkt rausziehen, sondern wie viel Geld kannst du investieren, ja. Und das ist der Hauptfokus und nicht, was soll ich den ganzen Tag kaufen und verkaufen, ja. Und viele haben halt eben immer das Interesse, dich möglichst weit hierhin zu bewegen, dass du möglichst viel rund um die Uhr machst, weil desto mehr du halt machst, desto mehr verdienen sie daran. Ja? Und da muss man so ein bisschen als ganz normaler Investor aufpassen und immer wieder zurück an Helga denken und sagen, ja, Helga, die Zinskuh ist am glücklichsten, wenn du sie einfach dann auch mal in Ruhe lässt mit dem Geld, ja, und deswegen nicht so viel hin und her tauschst und tradest rund um die Uhr. Ja? Und genau. Das ist auch immer eine wichtige Sache, die ich auch nochmal dazu sagen muss. Ja, klar mache ich auch hier diese Performance- und Depot-Updates. Ja, und immer wieder habe ich auch mal Aktien verkauft. Aber guckt euch mal die gesamten Transaktionen an. Dann seht ihr, dass ich eigentlich viel, viel, viel mehr Aktien gekauft habe, als jemals verkauft. Und dass ich auch sehr viele Aktien in diesem Depot schon sehr lange halte. Und jetzt kommt noch der andere Punkt dazu, muss ich ja auch immer wieder sagen. Ich glaube, ich muss das auch in nächster Zeit mal wieder ein bisschen häufiger sagen. Ich
auch andere Depots habe, wo ich nie irgendwie verkaufe und nie irgendwie großartig was mache, ja? Und auch sowas wie Berkshire Hathaway und McDonald's und so schon jahrelang dort im Depot rumliegen und ich immer wieder zukaufe, aber ich ganz bestimmt nicht ständig hin und her handle, ja? Aber da ich die sozusagen nicht öffentlich poste, weil es halt nur mal meine privaten Depots sind, geht das manchmal so ein bisschen unter und manche Leute glauben, also ich glaube, manchmal denken viele von euch, dass ich irgendwie den ganzen Tag vorm Computer sitze und nur Aktien kaufe und trade und so, aber das ist bei weitem nicht der Fall, ja. Ich sitze vielleicht nur vor dem Computer, um irgendwie Pokémon Emerald zu spielen oder so, aber das war es dann auch. Okay, jetzt kommen wir zum vierten Punkt, der ist auch ganz wichtig. Und zwar sagt Buffett, Cash, also Geld, ist eigentlich wie Sauerstoff. Es ist immer irgendwie irgendwo vorhanden und bis es halt nicht vorhanden ist. Und wenn es nicht vorhanden ist, ist alles in 2-3 Minuten vorbei. Und genauso ist es halt mit Cash. Und deswegen sagt er auch, wird Berkshire Hathaway immer eine sehr große Cash-Position haben in der Bilanz, um eben niemals diese Gefahr zu laufen, dass man halt eben keinen Sauerstoff mehr hat und natürlich, um immer die Kriegskasse ordentlich voll zu haben. Aber ich muss auch sagen, liebe Leute, auch wieder zwischen den Zeilen lesen bei Buffett, auch wieder nicht nur gucken, was sagt er, sondern was macht er. Ich weiß nicht, ob ihr zum Beispiel in seinen jährlichen Brief an die Aktionäre reingeschaut habt. Ich habe den definitiv gelesen und dort stand drin, ich kann mich noch genau erinnern, dass er sich beschwert hat, dass halt wieder keine guten Investmentchancen aktuell am Markt sind. Und die Berkshire Cash-Position sich eben deswegen auch auf bis zu über 140 Milliarden aufgebaut hatte. Ja? Das war noch im Februar. Als der Brief veröffentlicht wurde, seine eigene Aussage, ja. Und was macht er nur einige Wochen später, als natürlich dieser ganze Krieg und so weiter auch losging, ja, ist natürlich jetzt seine eigene Sache, also dafür braucht man ihn auch nicht kritisieren, aber er fängt an, massiv Aktien zu kaufen, über 50 Milliarden insgesamt, zum Beispiel alleine in Chevron, in Hewlett-Packard, in Occidental Petroleum, bei denen besitzt er jetzt mittlerweile 15% des gesamten Konzerns. Das heißt, Buffett hat auf der einen Seite sich beschwert, dass es keine Investment-Opportunitäten gibt. Und dann, da merkt man auch so ein bisschen, wie dieser Mann tickt, ja. Innerhalb von kurzer Zeit legt er den Schalter um und liegt wie so ein geduldiger Bär, liegt er so auf der Lauer und bum, 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 fängt er an zuzuschlagen und kauft eine Aktie und ein Unternehmen nach dem anderen, ja. Und jetzt ist der Cashbestand auf gerade mal 100 Milliarden schon abgesunken, ja. Das wird natürlich auch viele Aktionäre auf der Hauptversammlung halt erstmal so ein bisschen besänftigt haben, weil auch in den letzten Jahren, kann ich mich auch noch gut erinnern, viele kritisiert haben, dass einfach zu viel Cash einfach nur rumliegt, ja. Vor allem jetzt bei der Inflation in den USA ist es natürlich erst recht dann irgendwann ein Problem. Aber wie man sieht hier, er hat sich einerseits beschwert und andererseits pumpt er halt jede Menge Geld aktuell in den Markt, ja. Aber dafür wird er eben auch bezahlt. Ich will das jetzt auch gar nicht nutzen, um ihn zu kritisieren oder zu sagen, hey, das ist widersprüchlich. Ich will nur sagen, daran sieht man, dass jemand sehr schnell sich in seiner Art und Weise, wie er dann handelt, unterscheiden kann zu dem, was er noch vor einigen Wochen oder so geschrieben hat. Ja, und dass man bei solchen Sachen bei Buffett auch immer deswegen so ein bisschen aufpassen muss mit, was sagt er und was meint er eigentlich, ja. Und der letzte spannende Punkt, ja, jetzt geht es so ums Eingemachte, ist dieses ganze Thema Activision. Und ich habe das Ganze jetzt mal zum Verständnis einfach mal hier durchgerechnet, ne? Die Activision-Aktie notiert aktuell bei 79 Dollar. Wenn ich jetzt mein gesamtes Depot, also das Spanien-Depot hier, das hat aktuell einen Wert von 534.000 Euro. Das sind umgerechnet also 565.000 Dollar, die da in diesem Depot bei mir liegen. Wenn ich jetzt einfach davon alle Aktien verkaufen würde, ja, und jetzt alles in Activision investieren würde bei 79 Dollar, dann hätte ich jetzt 7.151 Aktien. Und wenn ich jetzt die halte bis zur Microsoft-Übernahme nächstes Jahr, irgendwann spätestens im Juli, für 95 Dollar pro Aktie zahlt mir Microsoft dann, dann hätte ich halt so 679.000 Dollar bei raus. Wenn ich jetzt das wieder dann teile oder abziehe davon mein Investment, hätte ich also einen reinen Gewinn von 114.000 Dollar, wenn die Übernahme durchgeht.
Ich kann schon wieder die ganzen Kommentare jetzt lesen. Verrückt, du verrückt, du hast eine Verantwortung gegenüber deiner Community. Ja, Leute, und das war ja deswegen auch nur ein Rechenbeispiel. Ja, ich wollte euch einfach hiermit nur sagen, wie Warren Buffett nämlich denkt, weil genau das, was ich euch gerade vorgerechnet habe mit meinem Depot, macht er nämlich gerade. Ja, und zwar folgendes. Was ist eigentlich genau passiert? Und das ist das Interessante, weil es ist so dieser klassische Buffett-Move. Und das ist auch das, was man halt wieder lernt. Kann, okay? Microsoft hat ja gesagt, wir wollen Activision übernehmen für $95 pro Aktie. Jetzt ist es aber so, dass Berkshire Hathaway schon im letzten Quartal 2021 1 Milliarde US-Dollar in Activision investiert hatte, bevor diese Übernahme von Microsoft überhaupt angekündigt wurde. Das hat dann auch alle möglichen lustigen Verschwörungstheoretiker wieder auf den Plan gerufen, die gesagt haben, Bill Gates hat Warren Buffett davon erzählt und der hat dann investiert und so. Kompletter Schwachsinn natürlich, aber Fakt ist, sie haben 1 Milliarde davor schon investiert und dann hat Buffett Folgendes gemacht. Er hat da gesessen mit einer Zigarre oder auch nicht und hat sich Folgendes gesagt. Ey, schau mal, die Market Cap von Activision ist gerade 61,7 Milliarden US-Dollar. Microsoft bietet mir aber 68,7 Milliarden US-Dollar. Weil das macht eben Buffett. Er denkt nicht in einzelnen Aktien, so wie Zittelmann eben beim Gold auch nicht in Unzen, sondern in Kilos rechnet, sondern er denkt in gesamten Unternehmen. Und er denkt sich dann, das sind ja 7 Milliarden Profit, die mir aktuell der Markt bietet. Und warum soll ich jetzt nicht so möglichst viel von diesen 7 Milliarden selber bekommen? Und genau das hat Buffett nach Bekanntgabe der Übernahme dann auch gemacht in den letzten Quartalen und hat immer mehr Activision-Aktien gekauft und hat seine Position insgesamt versechsfacht, sodass jetzt mittlerweile fast 6 Milliarden der gesamten Market Cap Berkshire gehören, und zwar 9,5%. Ja? Das heißt, diesen Arbitrage-Deal, und darüber hat er auch in der Hauptversammlung kurz geredet, darüber, den will er machen, und das hat er auch schon sehr erfolgreich 2017 bei der Monsanto-Übernahme damals gemacht. Ja, und das ist halt einfach so eine Art 20% Rendite, die man eben machen kann, weil eben ein Großteil der Anleger noch anscheinend glaubt, dass diese Übernahme nicht durchgehen wird. Was ist also jetzt sozusagen dieser Deal? Der Deal ist einfach, je nachdem, wie viel man bei Activision einsteigt, also wenn man sich eine Aktie kauft, ja, dann kriegt man halt eben von $79, dann die $16 Profit, wenn Microsoft deine Aktien dann ankauft. Und je mehr Aktien du aufraffen kannst von Activision, desto mehr Gewinn wirst du halt eben absolut machen. Und da sieht man halt mal wieder im Kapitalismus, ja, je mehr Geld du hast, desto mehr Kohle kannst du machen. Hast du so viel Geld, dass du einfach jetzt alle Aktien kaufen kannst, dann kannst du halt eben 7 Milliarden Profit machen. Ja, wobei natürlich die Aktie dann wieder steigen würde, aber ihr wisst, was ich meine, ja. Und genauso hat Buffett eben gedacht. Und die Risiken bestehen natürlich jetzt nach wie vor aber, dass dieser Deal platzt und nicht durchgeht nächstes Jahr und dann die Aktie halt wieder fällt. Aber ich muss natürlich schon sagen, in Anbetracht der aktuellen Situation und den ganzen anderen Risiken am Markt und Inflation und hier und hast du nicht gesehen, ist es schon eine Sache, über die ich auch nachgedacht habe. Jetzt natürlich nicht das gesamte Depot, aber schon die ersten Activision-Aktien in meinen anderen Depots mir jetzt wieder auch gekauft habe. Weil man muss sich natürlich trotzdem sagen, selbst wenn die Übernahme nicht durchgeht, ist Activision ja beileibe kein schlechtes Unternehmen, sondern es ist ein hochprofitables Gaming-Unternehmen, und selbst wenn man das dann irgendwie noch an der Backe hat mit einem Kursverlust erstmal für eine Weile, dann ist das trotzdem, finde ich, ein adäquates Risiko, weil eine Sache muss man immer festhalten. Microsoft wird diesen Deal forcieren und übernehmen. Ja, die haben das Geld und die werden auch sicherlich sich über die rechtlichen Situationen vorher genau informiert haben und würden jetzt nicht dieses Angebot abgeben, wenn sie wüssten, es geht danach potenziell nicht durch, weil, auch eine Sache, die man wissen muss, wenn jetzt zum Beispiel die Übernahme scheitert, aus welchen Gründen auch immer, dann muss Microsoft auch Reparationszahlungen machen an Activision. Ja, das heißt, dann haben die immer auch ein bisschen was zu zahlen, einfach dafür, dass sie halt die Übernahme angekündigt haben und gemacht haben und dann aber sozusagen nicht durchging. Also,
Das sind eben so ein bisschen die Chancen und die Risiken. Also ich will euch nicht dazu anleiten, beileibe nicht. Ich wollte euch einfach nur zeigen, das ist eine spannende Sache, wie Warren Buffett denkt. Und jeder kann natürlich selber immer bei allen potenziellen Risiken und Chancen abwägen, was macht einem Sinn. Vielleicht sagen sich manche von euch auch, die potenzielle Rendite ist mir viel zu niedrig im Vergleich zu diesem Risiko. Ja? Und andere sagen sich, ey, das ist eigentlich ein todessicherer Deal. Wenn Buffett das schon damals gemacht hat, wenn der das analysiert, dann wird er schon wissen, was hier Sache ist. Und andere werden vielleicht sich sogar noch sagen, hey, Moment mal, das soll doch jetzt noch gar nicht passieren. Warum soll ich denn jetzt schon investieren? Ich kann doch einfach noch ein paar Monate oder sogar bis Ende des Jahres warten und erst dann die Aktien kaufen. Dann habe ich sogar noch mehr Rendite, weil es ja noch ein kürzerer Zeitraum ist, bis die Übernahme durchgeht, ja? Das sind all diese verschiedenen spannenden Faktoren. Und andere sagen dann wiederum, naja, man weiß nicht, dann ist ja die Übernahme schon sehr viel näher. Vielleicht ist die Aktie bis dahin schon wieder noch mehr gestiegen und so. Aber ich wollte euch einfach mal so ein bisschen zum Nachdenken anregen. Ich fand es einfach richtig cool, mir dieses Video anzuschauen und einfach wieder so zu überlegen so, oder mir vorzustellen, wie Buffett halt wirklich da so gesessen hat und sich gesagt hat, okay, komm, wir kaufen jetzt mal 9% von Activision. Ja, so läuft es halt im Kapitalismus. Also das war's. Meine Erkenntnisse und ein paar Tipps aus der Hauptversammlung von Berkshire Hathaway. Ich bin gespannt auf die Diskussion. Wenn du noch kein Aktiendepot hast, weil ohne Aktiendepot kannst du weder Activision noch irgendwelche anderen Aktien kaufen, dann schau mal hier unten drunter rein. Ich habe dir auch einen Link zu CapTrader noch mit eingebaut. CapTrader ist einer der besten Broker überhaupt, die ich unter anderem auch benutze, wo ich sehr viele Aktien mittlerweile einfach hier auch über mein Smartphone kaufe, weil es sehr einfach darüber geht. Und wo man eben auch an jeder Börse der ganzen Welt Aktien kaufen kann, was man eben bei vielen anderen Brokern nicht kann. Das war's für dieses Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Rationale Grüße. Ciao, ciao.